Jo, ihr seht ja schon, wir sind heute mal in einer komplett anderen Umgebung. Und zwar sind wir hier in meinem scheinbar neuen Zuhause. Ich kann es selbst auch noch nicht fassen, weil ich jetzt endlich so ein großes Zimmer habe. Nur, Leute, ich würde sagen, wir machen einfach direkt mal eine kleine Roomtour. Nee, aber jetzt mal, um ernst auf die Frage zu reagieren. Ich denke, ich mache bestimmt jetzt irgendwann mit der Zeit meine Roomtour, nur jetzt finde ich einfach, gibt es keinen richtigen Anlass, um eine zu machen. Daher mache ich auch noch keine. Dennis Pro hat mich gefragt, wer ist dein Lieblings-YouTuber und warum? Zurzeit, muss ich ganz ehrlich sein, ist Paluten mein absoluter Lieblings-YouTuber, weil ich gucke ihn so ziemlich am meisten. Oder wenn ich YouTube gucke, gucke ich halt hauptsächlich ihn, weil er mich am meisten unterhält und ich ihn mega sympathisch finde. Einfach Yannick fragt mich, wann kommt ein Community-Team-Speak? Ja, es scheinen noch nicht viele zu wissen, aber ich chille fast immer, wenn ich online bin, auf dem lieben kultkraft.de-Team-Speak und bin da auch in öffentlichen Lounges, also fast immer erreichbar, wenn ich da bin. Ich sage euch aber im Voraus, spiele so gut wie kaum Bad Wars, wenn ich auf diesem TS bin, da ich hauptsächlich auf dem Minecraft-Server von dem Team-Speak-Spieler, der im Übrigen Survival-Server ist. Und ja, ihr könnt trotzdem gerne raufkommen, quatschen tue ich immer nur. Ich bitte euch, nicht zu erhoffen, dass ich plötzlich anfange, Bad Wars zu spielen, so. Aber ja, trotzdem quatschen tue ich immer gerne. Teilzeit-Erik fragt mich, was war dein peinlichster Moment im Leben? Ich muss ganz ehrlich sagen, früher in der dritten Klasse, wo ich den absoluten Klassenclown gespielt habe, waren wir bei einer Weihnachtsfeier vor der kompletten Schule. Die komplette Schule war da. Ich dachte mir, als Klassenclown, wie man so ist, ja, ich ziehe mir einen Elfenkostüm an, weil ich so früher der absolute Zwerg war. Und dann bin ich mit einem Elfenkostüm in der dritten Klasse vor der gesamten Schule auf die Bühne gegangen und habe mit meiner Klasse ein Lied gesungen und stand ganz vorne, weil ich ja der Kleinste war und man mich sonst nicht gesehen hätte. Ja, das war, ich glaube, da kann sich auch noch meine halbe Schule dran erinnern. Das war so ein Moment, wo ich mir früher dachte, okay, ich stehe jetzt voll cool da. Und heute denke ich mir nur so, oh nein, wie konnte sowas passieren? Dixney fragt mich, wie bist du auf deinen Namen gekommen und was würdest du vom beruflichen her mal machen? Ja, es haben mich halt ganz viele gefragt, wie ich auf meinen Namen gekommen bin. Und zwar, ich heiße halt Weber mit Nachnamen und ich dachte früher, Lation heißt Gruppe. Und durch WE von Weber und Lation, Weber Gruppe, dachte ich mir, Relation klingt ja mega gut so. Ich habe früher aber auch lange gebraucht, um mir den Namen auszudenken. Und ja, dann habe ich halt Relation genommen und liefert halt mit dem Namen dann ganz schön gut, muss ich sagen. Ja, vom Beruflichen her will ich eigentlich irgendwann mal, muss ich sagen, in naher Zukunft Radiosprecher werden. Da weiß ich aber noch nicht, ob das alles so funktioniert. Quasar-HD fragt, was ist dein Ziel auf YouTube und wie lange wirst du es noch machen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nie ein Ziel und ich kann ja jetzt auch nicht sagen, wie lange ich das noch machen werde. Ich höre mit YouTube dann auf, wenn ich keinen Bock mehr habe und ich kann keine genaue Zeit absehen, wann ich keinen Bock mehr auf YouTube habe. So. Das ist immer je nachdem, wie viel Stress man hat, was so im Real Life abgeht etc. So. Und ich werde mich niemals dazu zwingen, irgendwie Videos zu machen, obwohl ich keine Lust darauf habe. So. Ein Ziel habe ich auch gar nicht so, weil wenn du dir auf YouTube ein Ziel setzt und das innerhalb der Zeit einfach nicht erreichst oder dieses Ziel einfach nicht schaffst, dann bist du so demotiviert, dass du einfach gar keine Lust auf irgendwas mehr hast, meiner Meinung nach. Und deswegen setze ich mir auch da gar keine Ziele drin. Ich mache meine Videos, freue mich über eure Kommentare. Mehr kann man da auch nicht zu sagen. Und jetzt zu dem heiß begehrtesten Thema wahrscheinlich in dem Video. Ich glaube, ich habe 68 Kommentare mit der Frage bekommen oder so, wo gefragt worden ist, Relation, hast du eine Freundin?
Nein, nein, war alles so ein Spaß, Leute. Ich habe keine Freundin zurzeit, aber ich denke, selbst wenn ich eine hätte, würde ich so direkt rausplappern, weil ich finde, sowas ist immer so Privatsphäre und es braucht YouTube dann auch nicht alles so sehr genau zu wissen. Und ja, trotzdem hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne mal eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal.